So, herzlich willkommen zurück zu Project Brutality, dem pädagogisch wertvollen Doom-Mod. Und los geht's. Oh ja, wieder schöne Quake-Musik. So, mal mein Sound ein bisschen weiter aufgedreht, ne? Bei Quake-Musik bin ich voll dabei. So, jetzt habe ich natürlich wieder kein Berserk-Pack. Machen wir so platt. Bam. Ja. Effektiv töten, ne? Das ist ein dickes, dann nehmen wir den kleinen erstmal. Denn der passt besser. Oh, ich liebe den Song. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Jawoll. So, wir haben 3 Secrets. Oh. Und ein Shitload an Gegnern vor allem. So. Soll das mal auf Speicher das mal hier rauf. So. Und ich glaube, ich mache meinen Fewbop mal doch wieder statisch. Wo war denn das noch? Genau, da. Ja, ist besser. Hab man ein besseres Aim mit. So. Okay. Wollte ich nur noch mal geändert haben. Ja, und hier muss ich einfach nur diese Kombination bedenken mit C und Shift. Da kann man sich auch dran gewöhnen. Falls ich das mal machen möchte, ne? So. Gut. Oh, die Musik, ey. Wow. Nicht den Gegner, den ich erhofft hatte, ehrlich gesagt. Ja, komm. Es kommt! Danke, dass du beim ersten Schuss erstmal rücken musstest. Fit. Dadurch habe ich verfehlt. Aber gut, ging ja alles gut. Ging ja alles gut. So. Warum haben wir so viel Rüstung, ey? Ist ja epic, Mensch. So. Was ist dahinter? Brauchen wir den Spaßmacher? Da liegt ein Revolver. Wie geil ist das denn? Dann sind wir schon bei Tier 2. Das ist bitter. So, den machen wir so platt. Du bist es nicht wert, Munition aufgewendet zu werden. Wir sind aber in Tier 2 angekommen. Ja, der wird jetzt aufdrehen. Wir brauchen definitiv den Spaßmacher. Guck mal, der Doomguy hat auch Spaß daran. Boom. Was geht denn da drüben ab? Meine Güte, hier. Oh, holy moly, geht's echt ab? Nee, ich will nicht dieses scheiß Laser-Guided anhaben. Warum liegen hier so viele Tonnen? Ich frag mal nach. Oh. Ja. Ich nehm mal den Revolver hier mit. Den will ich gerne mal haben. Dann kann man nämlich effektiv aus der Distanz schöne Tode machen. Das spricht doch erstmal grundsätzlich nichts gegen. Aber warum sind die ganzen Tonnen? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin unsicher, die schon alle kaputt zu machen. Die haben bestimmt eine Bewandtnis. Den soll man bestimmt was Schönes machen. Da ist aber auch was hinter. Nee, ich glaube, da kommt ein schöner Effekt. Dann kann man nicht bestimmt da rein. Ich bin gespannt. Lass mal schauen. Nee, da passiert genau nichts. Da passiert genau nichts, aber warum? Bin unsicher, habe ich die aber schon alle. Wir sind definitiv auf Tier 2 angekommen, wenn wir schon diese Schutzschildtypen da haben.
Oh, der Druck von meiner Shotgun hat dein Schild anscheinend nicht ganz ausgehalten. Nein, nicht ganz. Nicht ganz. Ich weiß noch nicht, habe ich jetzt schon gespeichert? Nee. Ich weiß nicht, ob das ein Secret sein könnte. Dass ich jetzt hier mal so vorbei mogelt. Das ist suspekt. Ich weiß es nicht. Ich höre natürlich den Kollegen nochmal. Shit. Boah, das ist diesmal leider zwei Schüsse. Wenn wir verkraften. Hier gibt es auch sehr viel Health. Ich glaube, hier Tonnen. Ja. Ich weiß echt nicht, warum die da stehen. Das muss auch eine Bewandtnis haben, oder? Jetzt mal ernsthaft. Ich lasse sie jetzt erstmal noch da. Ich traue diesen Tonnen nicht über den Weg. So. Wir haben nur noch zwei Minen und mehr nicht. Ich gucke mich jetzt erstmal hier um. Oh. Das müssen wir gleich ausnutzen. Und gleich so. Oh, das geht ja ab. Hier. Drei Raketen nur für euch. Ja, man kann auch die Raketen aufladen, wie ein Unreal Tournament mit Raketenwerfer. Das geht. Das ist überhaupt kein Problem. Oh. Wir haben natürlich auch den Kollegen noch. Den dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Ja? Für extra viel Fun und so. Aber wir brauchen einen Target, damit er schießt. Das heißt, wenn ich einen Target habe, dann schießt er auch definitiv. Was ab. So. Das ist eigentlich das Coole an der ganzen Geschichte. Ich würde das jetzt nicht ändern. Nur die neuen Licht so blöd. Oh, blöd belegt hier. So. So. Moment. Hast du einen Tag? Ja, jetzt hat er einen Target. Das ist das Schöne an der Waffe. Wenn die Waffe schießt, weiß man, die wird auch was treffen. Boom. Wir müssen auf unseren Health-Haushalt ein bisschen aufpassen, gerade mal. Unten ist auch noch ein Baron. Ich könnte natürlich auch eine Mine runterschmeißen, aber so einfach will ich es mir jetzt nicht machen. Es könnte ja auch sein, dass ich die noch brauche. Für andere Fälle. Boah, aber hier hat man echt Spaß mit Fässern. Oh. Geht's ab da unten. Ich muss mal. Nee. Von wo waren wir gekommen? Von einem Ort, wo ich nicht mehr zurückkomme, wie es scheint. Scheint fast so, ja. Mhm. Da war noch mal Fass. Es macht Spaß hier. Schönes Schlachtfest. Die Vermutung, dass hier Fässer sein könnten, war also nicht ganz so falsch. Nächster. So. Ich krieg diesen Baron nicht, ey. Das macht mich. Das macht mich ganz nervös. Den will ich aber noch kriegen. Wir sind noch eine ganze Menge mehr Gegner. Der ist noch gar nicht gut beschädigt. Was ist denn los? Ach, leck mich am Arsch mit dem Baron. Ja, ich mich später jetzt. Der ist mir jetzt gerade zu zäh. So. Könnte sich auch eine Tonne mitnehmen, die da runter. Wäre in der Theorie wirklich möglich, oder? Komm, eine Tonne können wir uns entbehren.
Nimmst mal einer mit. Ich mach das jetzt ganz elegant. Ganz professionell, wie ein Profi. Wie ein Taktikprofi machen wir das jetzt. Komm. Wenn der Doomguy nun die mal ein bisschen besser schieben würde und nicht so. Ja, jetzt. Jetzt wird dann Shoot raus. Schön übers Bein, ne? Damit das auch noch radioaktiv verseucht ist. Denn bei dem ganzen Geschiebe ist ja bestimmt auch ein bisschen was übergelaufen. Da gehe ich immer ganz stark von aus, ne? Also. So. Ach wie, das passt nicht runter. Sauerei. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben. Fresse da unten. Jetzt bist du trotzdem tot. So. Dann mache ich mir so eine schöne Mühe. Und dann kriege ich die über diese blöde. Über den blöden Rahmen nicht rüber. Ich fasse das ja nicht. Bis. Da ist was drin. Ja, wir kriegen's. Ach, wisst ihr was? Hier. Was? Was? Was zur Hölle? Ist nicht im Ernst. Wo bin ich jetzt? Das Ding geht hoch. Ja, okay, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Jetzt lebt natürlich Baron und wahrscheinlich alles wieder, oder wie? Ich habe jetzt nicht damit gerechnet. Oh, nein! Ich habe das echt nicht mehr Nein! Ich. Ich fass es nicht. Wie ich natürlich bekloppt. Und ärgerlich. Allerdings habe ich echt nicht damit gerechnet, dass diese scheiß Mine jetzt hochgeht, wa? Nee, damit habe ich jetzt zugegebenermaßen nicht mitgerechnet. Nehmen wir den Revolver noch mit. Da müssen wir es leider nochmal alles machen hier. So leid das mir tut. So. Schluss jetzt da. Jetzt spreche ich aber mal zwischen. Scheiß, Mann. Aber ich will wenigstens den Soldaten noch haben. Ja. Shit. Egal jetzt so. Müssen wir es doch so machen, wa? Schade. Mine wäre lustiger gewesen. Scheint auch ein Carpenter zu sein. Na gut.
Genau. Der Baron heilt sich sogar. Ich lasse den scheiß Baron jetzt erstmal in Ruhe. Ich speichere das jetzt erstmal und dann machen wir jetzt erstmal normal weiter. Wa? Das hat ja sonst keinen Wert. So, gehen wir jetzt erstmal hier weiter, würde ich sagen. Hi Jungs. So. Habt ihr schön gemacht. Wir haben ja auch noch unseren Great Communicator, ne? Dürfen wir ja auch nicht vergessen. Darf man jetzt nicht außer Acht lassen, ne? Den haben wir ja auch noch, ne? Na gut, ein Vorteil hat es, wir haben die jetzt wieder voll. So. Wow. Wow. Oh. Wow. Jetzt habe ich nicht nur den Spaßmacher, jetzt habe ich hier den Terminator, nenne ich den jetzt einfach mal. Weil der kann durch Wände schießen. Und wisst ihr, was das geil ist? Boah, ich habe die Lösung aller Probleme. Jungs. Ne, nicht das Ammo-Belt, ich will das denken. Aber jetzt habe ich die schon alle... Ist noch was hinter? Ja, da ist noch was hinter. Der Capo. Ja. Der kann durch Wände schießen. Der Terminator. So. Und den hier, wie nenne ich denn mal meine Super Shotgun? Hm. Könnte ich den denn mal nennen? Wir brauchen einen Namen. Wie nenne ich jetzt meine Super Shotgun? Health Backpack, ja. Warum nicht? So. Vielleicht können wir die jetzt sinnvoll benutzen. Ne, hier können wir noch sinnvoll ein paar Chaingunner in den Schädel schießen. So. Hätte ich die Map gehabt, ne? Dann hätte ich da durch die Wand schießen. Ja. Ist so. Ich habe... Was ist das? Ne, das macht nix. Habe ich immer noch keine sinnvolle Verwendung für meine Tonnen gefunden. Die müssen doch irgendeinen tieferen Sinn haben. Das könnt ihr mir nicht erzählen. So. Bam. Hier komme ich auch nicht rein, ne? Nee. Ist nichts zu machen. Irgendwo müssen ja auch noch die Secrets hier sein. Theoretisch ja. Ist halt nur die Frage. Wo, ne? So, wie sieht's hier aus? Können wir noch mal? Hier können wir noch mal einen Pinky töten. Vielleicht den Terminator, komm. Terminator jetzt. Der macht nicht viel Schaden, das ist der einzige Nachteil. So. Terminator richtet das Problem. Aber er kann
nur durch eine Wand durchschießen, also so fair waren sie zu den Monstern dann doch noch. Na. Lass doch mal töten, dankeschön. Keiner, der sich an den Pinky rächen will. Niemand. Kann mir doch niemand erzählen von euch. Diese Arschgesichter. So, was bist du eigentlich? Hast du irgendwas zu sagen? So, speichern. Ja. Ha, das hat wehgetan, ha? Huh? Ne, wir haben zumindest wehgetan. Oh. Den Kaku habe ich erfolgreich getötet, ja. Okay. Was geht jetzt hier vor sich? Wir brauchen, glaube ich, mal den... den Spaßmacher möchte ich. Oh. War eine weise Entscheidung, den Spaßmacher zu nehmen. So. Den braucht man nicht. Wollte eigentlich da noch eine Tonne vorstellen, aber es hat sich hier erübrigt. Wahrscheinlich, weil die Kollegen das da die Treppe hochgelaufen sind und mal schon mal geöffnet haben. Bam. Ach, das sind die Reste hier. So, komme ich mal vorbei jetzt hier. Schluss jetzt hier. Spaßmacher anschmeißen und go. So, Spaßmacher, ey. Ich hab gesagt Spaßmacher. Nicht Spielverderber, ne? Spaßmacher wollen wir. Das hat der Baron nicht ganz richtig verstanden. So, Cruelty-Bonus haben wir auch wieder. Ist aber nichts mehr. Wir können keine Fatalities machen aktuell. Leider. Das betrübt mich zutiefst. Aber wir müssen hier nochmal ein bisschen gucken, was wir hier noch Schönes haben. Was ist hier los, ha? Ihr wolltet doch nicht irgendwie euch zu Wort melden, oder? Schön, dass wir da einer Meinung sind. So. So, was haben wir denn hier Schönes? Ha? Wird ja noch ein bisschen Secrets finden, ne? Da tue ich mich noch ein bisschen schwer dran. Hab bestimmt schon wieder welche verpasst. Aber ich liebe diese Musik. Ach, schöne Quake-Musik, das ist immer richtig. Damit machst du nie was verkehrt, das ist immer richtig. Ich höre hier schon, da was ist da hinter? Sollen wir mal reinschießen mit dem Terminator? Das geht so nicht. Dann werden wir mal so. So, Super Shotgun abholen. Wie nenne ich denn die Super Shotgun mal? Mensch. Ich bin immer noch nicht schlüssig. Ich brauche auch noch einen Namen. Oh je, meine. Ja, sein Orb ist natürlich weg, aber das ist nicht so schlimm. Einfach die Genugtuung, ihn von oben erledigt zu haben, das ist viel schöner. So. Was bringt mir das hier zu sein? Du willst mir doch bestimmt irgendwie sagen, dass du ein Secret bist, oder? Aber es macht nicht wirklich Sinn, hier zu sein. Hm. Auch alles durchgeladen, ja, ne? Ist auch durchgeladen, gut. Die können wir jetzt auch
zu zweit tragen, wie so eine Quad, weil wir haben jetzt ja zwei Stück davon eingesammelt, ne? Also es wäre möglich, aber ne, hier brauchen wir Spaßmacher. Ich helfe euch da mal ein bisschen nach. Wenn mehrere streiten, freut sich der Letzte, der den Spaßmacher hat. So. Jungs, ich habe beschlossen, ihr braucht ein bisschen Great Kommunikation. So. Wie geil war das denn jetzt mal wieder? Fliegst dem voll. What the fuck willst du? Ha? Boom. Ja, ja. Mein schöner Zerfleischer. Oh. Sie wollen doch nicht jetzt etwas Stress machen. Komm, ich möchte mit ihnen kommunizieren, ja? So. Diskussion beendet? Sind wir einer Meinung? So. Dein Pflanzen musste ich auch noch mal ein Wörtchen reden. Was ist dahinter? Achso, nur das Blatt der Pflanze noch. So. Dann wollen wir mal die... Ja, ne? Den Job übernehmen von dir. Und der macht anscheinend nur das Ding wieder auf. Das kriege ich auch so auf. Was habe ich jetzt davon, wenn ich hier der Boss bin und das auch aufmachen kann? Hm. Mit dem Schalter hier. Spannend. Oh, ein neuer Gegner. Den möchte ich aber ganz speziell zerschnetzeln. Weil hier... kommt noch ein Imp dazwischen. So. Ach, boah, ach ja, ich habe ja das Ding noch gar nicht. Ja gut, dann wird er zerschnitten. Ich habe ja kein Fett-Zeug da. Da muss er jetzt zerschnitten werden. Haben wir gut gemacht, oder? Jetzt mal ehrlich, das war doch wieder sehr brillant und hübsch. Nicht Pause machen. Du siehst, was du davon hast, Imp. So, ich glaube, ich muss da mal... warum drücke ich mal die falsche Taste? Außerdem brauche ich da nicht umschalten. Jungs, ich muss mal prüfen, was hier hinter los ist. Sind wir uns jetzt einig? Leider nicht. Dann müssen wir da mal reinfeuern. Ich kann ja auch mal ein bisschen die Railgun benutzen. Mit diesem lustigen Karko, der mich jetzt leider getroffen hat. Zu schwach. Wir brauchen mehr Meinung hier. So. Müssen die Meinung stärker ausdrücken jetzt. Ne? Tja, da kommst du mit deiner Axt nicht weit, wenn einer mit der Kettensäge kommt. Oh, den hätte ich mehr zerschneiden müssen. Tja, Axt gegen Kettensäge. Wer wird da wohl gewinnen, ne? Jetzt geht's ab. Das könnte alles potenziell Secret sein. Jetzt alles überprüfen. Müssen natürlich auch unser Akimbo-Shotgun mal ausprobieren. Das ist ja so eine Art Quad sozusagen. Spannend wird's, wenn es halt wirklich mal eine Quad wird. Da kommen wir noch zu. So. Mal speichern. So. Hi, Jungs. Wie geht's? Wie steht's? Wollen wir mal schießen? Kann man ja mal bringen, ne? So ist ja nicht. Also, ein bisschen Overkill muss auch mal sein. So. Wieso geben die mir alle keine... Was passiert, wenn ich darüber laufe? Das ist bestimmt ein Zeichen dafür, dass die Tür dann aufgeht. Muss auch auf meine Uhr mal achten, aber da eh nur wöchentlich Part kommt, weil ich zu viele Projekte habe, ist es vielleicht gar nicht so falsch, wenn man ein bisschen länger aufnimmt, wa? Okay. Ich glaube, wir müssen uns mal die Meinung ausdrücken, wa? Muss mal nachladen.
Ich glaube, er stimmt mir zu. Das ist... Ja, Zeit ist, ne? Ja. Keine Gegenargumente mehr zu bringen. Weil man sieht ja, ne, was man dann davon hat. Kann man mit euch was machen? Ne, kann man nicht. Okay. Aber ich würde sagen, wir sind mit den Räumen erstmal fertig. So. Obwohl, ich mache jetzt trotzdem erstmal eine halbe Stunde jetzt erstmal einen Halt. Ja. Weil sonst wird der nächste Part zu kurz. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit dem pädagogisch wertvollen Doom-Mod. Und guckt euch oben rechts mal an, wie viel VRAM sich mein Project Brutality sich genommen hat. Ganze 7,6 GB. Jawoll! Doom macht's möglich. Jo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit dem pädagogisch wertvollen Doom Mod Project Brutality. Bye, bye.